geht nicht in jeder Kombination und ne, aber geht. Sehr wie Hammer halt, ne? Ja. Ich komme mit Tracer einfach nicht klar. Ich meine, ich alleine schon die Tatsache, dass dieser A-Move, wenn man mit Tracer einen A-Move macht, die dahin läuft automatisch und ach, ich komme damit nicht so richtig klar. Und dann muss ich mir echt abgewöhnen, diesen A-Move zu machen mit Tracer und die Leute wirklich Du kannst einen A-Move machen, du musst danach nur nachklicken. Rechts. Das ist wahrscheinlich für dich so ungewöhnlich. ja. Normalerweise, wenn ich zum Beispiel jetzt mal was am einfachsten vorstellbar Ja, ist, wenn ich aber einen wenn man einen Rainer spiele, A-Move macht und dann wegklickt, dann ist der Befehl dann doch greift die nicht unterbrochen, mehr oder an. Ja, nicht? dann Ja. attackiert die nicht mehr. Das, oh, Doch, ich hasse das. klar. Nein. Nein. Also ich habe meine Tracer auf 12 oder so gespielt, klar. Okay. Also bei mir ist es so, wenn ich zum Beispiel Rainer spiele, ich stehe auf der Lane, da sind unsere Mobs, die Gegner-Mobs, ich mache einen A-Move und der schießt schön einen nach dem anderen den Mobs down und steht ganz hinten. Wenn ich das mit Tracer mache, in A-Move, Dann dann läuft die rennt da genau die, zu dem Punkt. genau, dann läuft die zu dem Punkt. Und das fuckt mich schon mal ab. Deswegen klicke ich mal nach oben, nach unten, davor. Also hoch, runter, immer Bewegung bleiben. Tracer ist ein Held, der nie stehen bleiben sollte. Ja. Ich meine, das ist ja bei allen Helden so, nie stehen bleiben, ne? Aber dass sie dahin rennt, wo ich einen A-Move mache, stört mich. Und wenn ich dann nicht dahin rennen will, sondern wieder einen Rechtsklick zurück mache, dann hört die auf anzugreifen. Ah, Manchmal eigentlich furchtbar. nur, wenn die aus der Range läuft. Und was auch noch der Fall ist, wenn ich einen Rechtsklick auf einen Helden mache. So, den will ich jetzt angreifen. Alter Schwede, Vorsicht, hier ist die ganze Panade. Oh, ja. Dann ist das Ding. Ich weiß nicht, ich finde das ultra unangenehm zu spielen einfach. Die drücken ganz schön. Mist. Na komm, bevor noch einer abgeholt wird. Vorsicht. Ich wusste es, ich Alter. wusste es. Ich hab Ich bei mir habe die gedacht. Animation gesehen und dachte, Ja. jetzt bin ich tot. Ja. Ich wusste es, ich habe die ganze Zeit gedacht. Und jetzt ein Lucky Shot von Chromi. Einfach ins Blaue irgendwo hinschießen. Ich hatte mein Buddeln leider schon raus, um Chromie zu holen. Normaler. Auch voll gut, dass ausgerechnet Li Ming Damage macht. Und die zwei Tanks und eine Tasse da. Na, was soll's. Gut, Job. Das Licht des Kristallbogens wird ewig scheinen. Ja, hier, Tassadamus Hero Damage, ne? Screenshot ist gemacht, Leute. Nice.
Ja, Thanos hat auch eine Mission. Ups, jetzt hab ich mir ein Schiff gemacht statt dir. Auch gut. Und hier kann noch. Bis Level 7 muss man noch ein bisschen vorsichtiger sein. Wenn wir die Free Shields haben, dann läuft es besser. Marley, lauf schon mal. Ich kann mich buddeln. Also Artanis kommt hoch. Also ich hab keine Mana mehr, ne? Ja, wir müssen hier weg. Der nächste Lucky Shot, oder was? Ne, ja, diesmal gehe ich extra ein Stück weiter. Hardcamp bei uns? Ja, ist eigentlich an der Zeit, ja, ne? Stimmt. Komme. Ich komm. Sehr gut aufgepasst. War schon wieder so in Trance und von dem Käfer fasziniert, dass ich es komplett vergessen habe. Tasse da alone. Oh, ich bin dem hier unten. Lass schon mal machen. Dann seid ihr zu dritt, ne? Die Menge ist Porter weg und ich bin tot. Ja, vor allem das Hardcamp oben, das pusht, das ist nicht cool. Unser pusht auch runter. Jetzt nicht mehr. Ich glaube, wir haben es, ne? Ja. Mhm. Oh Gott, ich bin so low, ich muss hier weg. Nein, Leute. Oh nee, jetzt kriegen sie es noch. Da ist Vorsicht. Also Bohrt oben eingerissen, krass. Ja, okay. Oben war ja schon angeschlagen.
Sind alle top. Ihr könntet unten ein bisschen Damage machen. Ja, vielleicht kriegt das eingerissen. Hardcamp. Krumm. Nice, und wir sollten wieder Liming. Warte mal kurz auf die Ulti von unserer Liming. Ja, ne? Die Chors der Hölle können hier nicht bestehen. Unser Liming steht da vorne einfach mal chillig rum. Na klar. Alle zu low, müssen tanken. Der Feind greift unsere Zitadelle an. Liming ohne Mana, das ist auch wunderbar. Ne? Wir dürfen uns nicht auf unserem Ziel aufhalten. Er wird bald wieder angreifen. Ich habe Morales eingesponnen. Ist das noch was da, Kai? Ich bin zu weit. Widersetzt euch!
Wir müssen deffen. Nur den down machen. Das ist doch nicht wahr. Was geht? Ich dachte, ihr seid alle hier. Oh mein Gott. Boah. Alter Falter. So eine Menge doch nie, Mana. Nö. Ja, das kriegen wir nicht. Vielleicht, Nö. Genug. Lasst uns diese Feder an einem geeigneteren Ort austragen. Voller Qual werden den Himmel erfüllen. Von Kombos hat die auch noch nichts gehört, ne? Die drückt immer nur eine Taste. Also Nase Bohr, Oh Mann. Der Feind greift unsere Zitadelle an. Ah, GG. Li Ming hat sagenhafte 30k Damage gemacht. Sagenhaft. Ja, das war echt eine useless Li Ming. Ich hatte ewig lange mehr Schaden als die Hero Damage, als Tassada. Oh, 37k, also hat nochmal richtig Gas gegeben zum Schluss. Ja, oh, geiles Bild auch, ne? Ja, ein bisschen auf dem Kopf, mit dem Kopf um Tastatur gerollt, ne? Ich meine, gut, die 7 und die 16 sind gut. Ne? Ja, gut, die 4 auch, aber.